Hey liebe Spießer, herzlich willkommen zu unserer neuen Kissenschlacht. Heute mit den Schauspielern von Abi Kalypse, Lukas Reiber und Lea van Aken. Ihr zwei, euch habe ich schon öfter auf der Leinwand zusammen gesehen, aber demnächst sieht man euch wieder bei Abi Kalypse ab 25. Juli, wenn ich mich nicht ganz täusche, im deutschen Kino. Was passiert denn eigentlich genau in dem Film? Also, so ein kurzer Plot. Wer soll erzählen? Soll ich? Wir fangen einfach, ne? So Ding, dann Ding. Ding. Also, ja, genau, wir haben erstmal vier lustige, spannende Charaktere, die fertig werden mit dem Abitur. Ja. Und so startet unser Film. Und keiner weiß so richtig, in welche Richtung geht's jetzt. Alle haben so ein bisschen ihre eigenen Ängste. Und weil es aber total darum geht, cool zu sein, kommt dann Musti auf die Idee, einfach mal eine Ansage zu machen und sagt, Abi-Party klappt nicht, pass auf, wir machen die aber. Ja. Um sich irgendwie so zu verewigen. Genau. So fängt's an. Dann in diesem ganz, also dann geht's halt um die Party, aber da fängt dann eigentlich so die ganzen Konflikte zwischen den Charakteren an. Was ist wirklich Freundschaft? Worum geht's? Geht's irgendwie um meine Instagram-Follower oder geht's vielleicht um die Leute, die am Ende des Tages da sind? Wo will ich mit mir hin? Wir haben so ganz viele Identitätskonflikte, gerade so als junger Mensch, die Schule ist vorbei. Irgendwie du willst studieren gehen, in welche Stadt gehst du, mit wem gehst du? Ja, eben so die ganzen Sachen und am Ende, ja, wer weiß, ob wir es schaffen oder nicht, das ist die Frage. Was habt ihr euch denn bei dem Titel gedacht? Also was war so eure erste Idee, worum geht's denn in dem Film, so Abikalypse? Na, also als wir das Buch auf dem Tisch hatten, hieß da ja noch Am Ende Legenden. Ah, okay. Und auch beim ganzen Dreh und so hieß der halt noch Am Ende Legenden und so haben wir den Film kennengelernt. Und dann, wie das beim Film so ist, wird er dann auf einmal so, ey, heißt es dann so, ey, jetzt heißt der Abikalypse. Ja. Also es geht ja irgendwie ums Abi, aber halt nicht nur. Und für mich, also ich habe jetzt so gemerkt beim Titel, diese Kalypse, die da ist, also wir haben zwar auch ganz tolle, große Bilder. Die Kalypse? Die Kalypse, naja, ja. Die Apokalypse. Ja. Die Apokalypse, genau, so in dem Sinne, weil das assoziiert man ja damit. Ja. Wir haben ganz tolle Bilder und auch irgendwie, da ist auch viel Spaß und Aufregung mit drin. Aber diese Apokalypse ist für mich eigentlich eher so das, was in den Charakteren passiert und dazwischen so in dieser Freundschaft. Das macht für mich so ein bisschen diesen apokalyptischen Aspekt aus. Ja, genau. In eurer Clique, in Abikalypse, wird ja viel drüber gesprochen. Abi, was dann? Das hast du vorhin auch super erzählt, dass die alle so mit ihren Köpfen, wo studiere ich, Uni und so weiter. Welche Tipps habt ihr denn für junge Leute, die jetzt gerade kurz vorm Abi stehen und sagen, hey, ich weiß nicht, was ich machen möchte oder ich weiß, was ich machen möchte. Meine Eltern gehen vielleicht nicht damit komfort oder kann ich damit Geld verdienen, weil du es auch angesprochen hast. Ich meine, ihr als Schauspieler, das ist ja auch ein Job, wo man sich so selber durchbeißen muss und das wollen muss. Und also ich glaube auch, was total hilft, ist immer irgendwie zu gucken, was macht mir einfach Spaß, was erfüllt mich wirklich und da erstmal total unabhängig wirklich erstmal nur zu forschen, ohne direkt schon im Kopf zu haben, ja, aber Mama hat gesagt und die sagen, sondern wirklich erstmal nur ganz tief in sich reinhören. Das ist natürlich manchmal auch nicht so leicht, das so herauszufinden. Und dann, klar, ein Realismus ist immer gut, aber trotzdem würde ich sagen, einfach erstmal das zu verfolgen, was dein Herz sagt und vielleicht es einfach auszuprobieren. Und wenn du merkst, in ein paar Jahren, dass es immer nicht alles so dramatisch ist. Ich glaube, wir kesseln uns so ein, weil wir dann denken, oh mein Gott, wenn ich das jetzt mache und es wird nichts, dann sterbe ich. Aber so ist es ja nicht. Und man findet wahrscheinlich immer irgendwie einen Weg. Und ja, dass man probiert, auf sein Herz einfach zu hören und sich nicht von außen kaputt zu machen. Ja. Wow. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich war auch wirklich, also auf sich selber hören und das, also machen, was dein Herz sagt. Abikalypse ist ja an sich schon ziemlich überzogen an manchen Stellen, so auf seiner Humorebene. Und spielt mit ganz, ganz vielen Klischees. Also dieses Instagram, es wird immer mit Hashtags gearbeitet. Die Partys sind over the top. Jeder ist super krass in seinem Charakter. Aber hat der Film trotzdem eine Message? Also ist da eine Message drin verborgen in diesem ganzen Chaos? Klar, ich glaube, also wir haben das benutzt beim Film mit diesen ganzen Instagram und Hashtags, aber nicht jetzt, um deren Wichtigkeit zu zeigen, sondern ganz im Gegenteil, zu zeigen, und ich glaube, das spürt man dann auch, wenn man da sitzt und sagt, ah, okay, jetzt ist hier zum Beispiel eine Party, zum Beispiel, und dann spürt man so, aber es geht gerade gar nicht um die Party, und ich glaube, das ist das, was wir vermitteln wollen, diese ganzen Zwischentöne, die Ängste von den jungen Leuten, die erwachsen werden wollen und vor Herausforderungen stehen.
Und ich, also das war wirklich auch, das meint Adolfo, der Regisseur, er sieht halt in diesen Ängsten der jungen Generation, das ist so sein Projekt, die hier zu projizieren und die Leute einzuladen, vielleicht mal sich reinzuspüren und zu sagen, wenn du da so im Kinosaal sitzt, denkst du, oh, das, da kenne ich mich total wieder. Ja. Und dann nicht so preachy, ja, da muss man das so machen, sondern, ah, so machen die das, okay. Und einfach ein bisschen was mit nach Hause nimmt davon. Ja, okay. Wir spielen Wahrheit oder Pflicht. Und ich würde sagen, Lukas, du darfst diesmal anfangen. Pflicht. 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 Oh, benimm dich für eine Minute wie ein Gorilla. Zuerst? Wir können es auch überspringen. Für eine Minute? Okay. Eine Minute finde ich auch heftig. Aber dann soll ich hier, ich bleib hier sitzen. Okay. Machst du schon Gorilla? Machst du schon Gorilla, Lukas? Sag mal. Ich habe auch nicht verstanden. Ey, der chillt ja gerade. Hast du The Square gesehen? Wo dieser krasse Typ diesen krassen Affen macht. Ja, richtig, Mann. Richtig heftig, wie der auch läuft und so. Der hat ihn ja richtig studiert, dieser Typ. Danke, dass du ablenkst. Super. Mach mal weiter jetzt. Was denn? Willst du ein anderes Pflicht machen? Nee, ich bleib da. Ich muss mich dann aber anders hinsetzen. Mach mal weiter so lange. Okay, ich habe ja eine Minute. Ja. Lea. Ja. Wahrheit oder Pflicht? Habe ich Angst, was ich machen muss. Wahrheit. Wahrheit. Das du jemals erhalten hast? Boah, gute Frage. Ich glaube, du bist raus. Ich habe mal habe ich tatsächlich noch nicht so wirklich. Du hast nur tolle Geschenke bekommen, oder was? Nein, ich habe einfach viel Deko bekommen, was ich nicht brauchte. Okay. Aber mieses Geschenk. Ja, mein kleiner Bruder hat mich mal verarscht, aber ich weiß nicht mehr genau mit was. Er wollte mir dann immer... Das war mal so eine Sache, er wollte mir mal Pups in die Dose schenken. Es funktioniert aber. Ich weiß nicht, wie lange, aber es funktioniert. Das wollte er. Nein, aber ich kenne die Geschichte. Das wollte er mir immer schenken, da hat er mich immer verarscht damit. Und dann hat er es mir aber nie geschenkt, deswegen habe ich es nie bekommen. Okay. Aber er hat ihm gesagt, ja, von mir kriegst du eine Pups in die Dose. Das war liebevoll. Ja, ich weiß. Irgendwie. Ich weiß. Arme einen alten Mann oder einen alten Frau? Boah, komm, ey. Ja, also du hast richtig Challenges. Das ist gut, Lukas. Ja. Das ist eine Schauspielprobe hier. Okay. Mal weitermachen. Lea? Pflicht. Pflicht. Was? Pflicht. Okay. Geh nach draußen und gieße eine... Ach nee, das können wir nicht machen. Brülle wie ein Löwe. Ein Babylöwe. Weil das ein Löwe ist. Ich trage für die nächste Stunde einen Lampenschirm als Hut. Ja, das könnt ihr leider nicht mehr sehen. Weil das wirst Warum? Du natürlich machen. Das ne? werde ich in der nächsten Stunde auf jeden Fall. So. Dann kannst du schön so. Dann sieht man mich. Nein, nicht. Wir müssen nicht schon sehen. Guck mal, warte mal. Vielleicht so hinten so runter. Ja, das ist doch schön. Ja. Dein Ernst? Ja. Oh, ich liebe das. Dreh dich 10-mal schnell im Kreis und versuche danach in gerader Linie zu laufen. Soll ich das auf dem Bett machen? Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht, neun. Was ist denn die Umdrehung geschafft? Das war die ziemlich wilde Kissenschlacht mit Lea van Aken und Lukas Reiber. Hier oben findet ihr die letzte Kissenschlacht, da unten die letzte Vertretungsstunde und hier oben alle anderen Kissenschlachten.